So, wir haben uns angeschaut. Wir haben uns Regel Nummer 3 angeschaut. Und die meisten Regeln, das meiste von der Regel haben wir behandelt. Und jetzt möchte ich noch den letzten Teil behandeln. Was ist dieser letzte Teil? Derjenige, der nicht wankt. Im Französischen, was bedeutet es, zu wanken? Also, wenn es im Englischen heißt zweifeln, dann bedeutet das ist etwas anderes. Zweifeln bedeutet etwas anderes. Es heißt hier nicht wanken. Und wanken kommt von dem Wort zu winken im Englischen. Wavering from wake. Wenn du im Englisch jemanden Tschüss sagst, sagst du Bye. Und diese Handbewegung ist deine Hand hin und her zu bewegen. Und das ist, wo dieses Wort wanken herkommt. Deine Hand links und rechts hin zu bewegen. Also diese Dame hat das Wort Zweifel in Strongs angeschaut und hat noch unterschiedliche Definitionen herausgefunden. Welches Wort nimmst du auf? So, du schaust nach dem Wort Zweifel. Unser Wort ist wanken. Ich bin mir sicher, dass das Wort Zweifel unterschiedlich zu dem Wort wanken ist. Zu wanken bedeutet hin und her zu gehen, vor und zurück. Du bist nicht völlig hingegeben. Du bist unentschieden. Du bist dir nicht sicher. Das habe ich nicht verstanden, tut mir leid. Also in deinen Blutvenen, da fließt das Blut durch. Also wenn das Blut in deinen Adern fließt, dann passiert es so, dass die Adern sich öffnen und schließen. Und das sind alles Synonyme dafür, zu wanken, für das Wort zu wanken. Was bedeutet es im Kontext dieser Regel, dass man hier nicht wanken soll? Da gibt es viele Bibelverse, diese Regel zu beweisen.
Es sind ungefähr 9 bis 10 Verse. Wir werden nicht alle anschauen. Lasst uns zu Jakobus Kapitel 1 gehen. Und lasst uns sehen, was die Bibel sagt. Jakobus Kapitel 1. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemanden unter euch Weisheit mangelt, so erbitte sie von Gott, der allen gern ohne Vorwurf gibt, so wird es sie ihnen. Gegeben werden. Vers 6, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Also im Vers 6 sieht man, dass man im Glauben fragen soll, nicht zweifeln sollen. Und so sehen wir, dass die Regel direkt aus Vers 6 hier gezogen wird. Können wir das alle sehen? Lasst uns jetzt zu Vers 5 gehen. Gestern haben wir über Weisheit gesprochen. Und wir haben gesagt, Weisheit ist was? Die Anwendung von Erkenntnis oder Wissen. Und hier heißt es, wenn du keine Weisheit hast, was musst du machen? Man fragt Gott. Und dann wird hier etwas über ihn gesagt, der allen gerne frei gibt. Im Englischen heißt es nicht Vorwurf, sondern mit Freiheit oder Fülle gibt. Was bedeutet es, dass er gerne allen frei gibt? Erstens, was gibt er denn? Er gibt Weisheit, für die man fragt. Und dann heißt es, er gibt sie zu alle. Was bedeutet alle? Also alle, die fragen. Und wie gibt er es? Also im Französischen wie im Deutschen heißt es hier nicht, dass er es frei an alle gibt. Also er gibt es ernsthaft, offen. Wenn ihr fragt, so tut er einfach, was ihr bittet. Das ist eine Frage, aber es ist wieder die Übersetzung in Englisch wieder zu leise, dass ich es nicht höre. Also, woher bekommst du diese Weisheit? Tust du etwas lesen, jemanden zuhören? Du musst etwas tun, damit du Erkenntnis bekommst. Und wir haben das Beispiel des äthiopischen Eunuchen gegeben. Wenn er nicht gelesen hätte, dann hätte er nicht gewusst, dass er Weisheit nicht hätte oder dass er keine hat. Er muss Wissen suchen oder erst suchen. Er muss über dieses Lamm lesen, das geopfert wird. Aber er versteht nicht, was geschrieben ist. Und dann gibt es diese Frage und Antwort.
Konversation. Was ist mit Salomon? Stimmst du damit überein? Bevor du meine Frage beantwortest, lass mich etwas sagen. Es ist eine sehr kräftige, machtvolle Lehrart und Weise. Wenn man es realisiert und sieht, wie es angewendet wird, dann hilft es dir, mit gewissen Situationen umzugehen. Wenn du ignorant bist, unwissend bist, dann hast du keine Meinung über etwas. Und dann ist es sehr selten, dass du eine Frage darüber fragst, weil du noch nicht mal weißt, was du fragen sollst. Und wenn Leute Fragen stellen, meistens haben sie eine Meinung bereits. Manchmal fragen sie eine Frage, weil sie deine Meinung dir mitteilen möchten, oder sie stimmen nicht mit deiner Meinung überein. Oder sie möchten fragen, ob sie Dinge richtig verstehen. Also wenn Leute Fragen stellen, oft ist es negativ, aber es kann auch positiv sein. Aber meistens sind die Leute, die Fragen stellen, dass sie bereits wie eine Meinung haben. Sie fragen nicht Fragen. Sie fragen oft keine Fragen, wenn sie noch keine Meinung haben. Also als mein Bruder mich hier gefragt hat, da hat er gefragt, du musst hier Wissen haben, bevor du Weisheit haben kannst. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann bedeutet das sozusagen, wenn du keine Wissen hast, kannst du auch keine Weisheit haben. Dann habe ich ja gesagt. Und jetzt wusste ich, jetzt hat er eine Agenda. Er hat eine Idee, ein Konzept, wo ich entweder fordere ich sein Konzept heraus, oder er tut nicht mit etwas übereinstimmen, was ich sage, aber was ich weiß, dass er eine Meinung über dieses Thema hat. Und deswegen fragt er eine Frage. Und wenn wir damit vertraut sind, dass, wenn wir das beobachten, dann wissen wir, dass es wahr ist. Deswegen als Lehrer, wie ein Schullehrer, wenn du eine Gruppe von Menschen hast, Kinder hast, die ruhig sind und du lehrst sie 2 plus 2 gleich 4 und niemand fragt eine Frage, dann denkst du, sie verstehen nicht. Und dann musst du sie eine Frage stellen, um einen Dialog zu eröffnen. Und dann sagst du etwas, und dann tut ein Kind seine Hand strecken und spricht. Und du weißt, sie haben eine Meinung über das Thema. Und entweder haben sie es verstanden und sie wollen eine Erklärung oder sie wollen etwas teilen. Jeder, der etwas fragt, hat eine Agenda. Und das bedeutet nicht, dass das schlecht ist. Es ist, sagt einfach nur, dass sie eine Meinung haben. So, du fragst über Salomo. Okay.
Zu leise, die englische Übersetzung, es tut mir leid. Was ist das Wissen, was Gott uns geben kann? Du fragst über Wissen, nicht Weisheit, ja? Was für eine Weisheit kann uns Gott geben? Hat er Wissen vorher gehabt? Ich würde sagen, ja. Ich weiß nicht, ob ich die Frage in Bezug auf Salomo beantworten kann, aber er hat für Weisheit gefragt. Und ein Beispiel ist, wenn diese zwei Frauen zu ihm kommen, hat er alle Fakten. Er weiß alles, was passiert ist, was gesagt wurde. Und Weisheit ist jetzt die Anwendung von dem Wissen und was du tun würdest mit dieser ganzen Information. Das ist jetzt die Frage, die wir uns stellen sollten. Und ich denke, die meisten von uns wissen nicht unbedingt, wie man mit so einer Situation umgehen sollte. Aber ich weiß, dass du deine Antwort nicht direkt beantworten, weil deine Frage ist, glaube ich, hatte er Wissen abhängig von irgendetwas anderem? Und ich denke irgendwie ja. Er spricht über seine Ausbildung und er sagt, das ist alles für nichts. Und ich würde vorschlagen, dass Weisheit nichts für nichts ist. Wissen in sich selber ist, er sagt, ich weiß über alles, die Natur und die Tiere. Und er sagt, ein Wissen darüber tut mir nicht wirklich dienen. Und er nennt das nutzlos. Aber wo ich über Weisheit lerne, ist Weisheit das Prinzipielle, was man aneignen sollte. Wenn wir darüber sprechen oder wenn er darüber spricht, dieses massenhafte Wissen, was er sich über die Welt angeeignet hat und er sagt, es ist alles nutzlos, dann spricht er nicht über die Weisheit. Denn da gibt es so viele Bibelverse, wo es heißt, dass Weisheit. Dass Weisheit was Positives ist. Und da gibt es auch so viele. Das konnte ich jetzt nicht erinnern, tut mir leid. Also in seiner eigenen Art und Weise erklärt er, glaube ich,
dass Wissen in sich selber nutzlos ist. Aber was man haben muss, ist Weisheit. Und ich denke, Salomons Leben ist komplizierter, als wir zuerst gedacht haben. Aber das Beispiel, was ich gegeben habe mit Caesarea Philippi, nachdem wir all dieses Wissen haben, dass Caesarea Philippi in Dan ist und, dann hilft es uns immer noch nicht, dass wir Weisheit haben. Es ist nur, wenn wir wissen, wie wir diese Symbole anwenden sollen, dann sehen wir auch den Zweck dieser Symbole. Und ich denke, das ist die Weisheit, die wir sehen. Oder diese. Also in dem Beispiel, was wir von Caesarea Philippi gegeben haben, hatten wir als erstes überhaupt kein Wissen. Und dann habe ich gesagt, lasst uns Caesarea Philippi anschauen. Und sobald ich angefangen habe, das zu tun, haben wir angefangen, es zu recherchieren. Und wir haben unser Wissen darüber aufgebaut. Aber das bedeutet nicht, dass wir das Wissen auch anwenden können. Wenn wir gesagt haben, Caesarea Philippi können wir auch Dan nennen. Und Dan ist dann auf diesem Berg Hermon. All das ist Wissen, ja, Wissen. Aber da gibt es keine Anwendung, die getätigt wird. Es ist nur, wenn du anfängst zu verstehen, was die Symbole bedeuten, dann kannst du diese Wissen anwenden. Dann fingen wir an, es anzuwenden. Dass es etwas mit dem Mitternachtsruf zu tun hat. Daniel Kapitel 2. Das Bauen von Gottes Tempel, geistlichen Tempel. Und jetzt verstehen wir, was dieses Wissen eigentlich bedeutet. Und ich denke, in der Geschichte von Salomo sehen wir, dass er gewisse Dinge keine Weisheit darüber hat. Und er spricht darüber mit Traurigkeit und gebrochenem Herzen. Und dann sagt er so, es ist alles nutzlos, es ist alles eine Zeitverschwendung. Wenn er darüber spricht, dass es man immer lernt und niemals zu einem Wissen der Erkenntnis der Wahrheit kommt, und auch wenn die Worte nicht exakt die gleichen sind, und ich denke, dieses immer weiterlernen, dass es bedeutet, dass man viel Wissen hat. Und du weißt noch nicht mal, was du damit tust. Es hat keinen Zweck, wenn man all dieses Wissen sich aneignet, aber nicht weiß, wie man es anwendet. Und ich hoffe, das tut deine Frage beantworten. Also es heißt ja, dass er allen freigeben wird. In deinem oder eurem Bibelvers heißt es, beziehungsweise die Definition davon ist, dass er gerne frei, großzügig gibt. Und es euch an nichts mangelt. Was bedeutet das? Right. Im Englischen heißt es, dass er nicht Vorwürfe macht. Also er tut euch nicht tadeln, dass ihr keine Weisheit habt. Warum würde er euch nicht tadeln, dass ihr keine Weisheit habt?
Wir haben viel Wissen, aber wissen es nicht, wie wir es anwenden sollen. Ich denke, weil Weisheit mit dem Herrn liegt. Wir haben keine Weisheit in uns selber. Also wenn du nichts hast und wenn es keine Möglichkeit hast, dies zu besitzen, dann wird er euch nicht tadeln. Und dann heißt es aber, euch wird es an nichts mangeln, es wird euch gegeben. Also wenn ihr keine Weisheit habt, dann fragt Gott und er wird dir freigeben und er wird dich nicht tadeln. Denn er weiß, dass du es nicht hast. Und im nächsten Vers, wenn du fragst, also wenn du aber fragst, dann musst du im Glauben fragen. Wir haben darüber schon gesprochen, dass man nicht wankt. Und dass man nicht wankt oder hier nicht zweifelt, ist hin und her zu gehen. Was bedeutet es, hin und her geworfen zu werden? Du bist inkonsistent. Du hast keine Persönlichkeit. Also wenn es hier heißt, dass du wankst, dann heißt es so, du gehst vor und zurück. Lasst uns darüber nachdenken. Du bist hier. Und wir gehen in diese Richtung. Und wir möchten die Krone des Lebens bekommen. Im Himmel. Also möchte ich vorschlagen, dass wir wissen, wo wir hingehen wollen. Also wir gehen in diese Richtung. Das ist die Richtung des Glaubens. Wir gehen in diese Richtung. Und wir wissen, das ist die richtige Richtung. Woher wissen wir das? Wenn man Glauben hat. Weil du zurückschaust und du hast es in der Vergangenheit bereits gesehen. Das ist Glauben. Du weißt, wo du hingehen musst, wegen der Vergangenheit. Also wenn jemand wankt, dann geht er vorwärts im ewigen Leben, zum Leben, ewigen Leben, und dann geht er wieder zurück. Und dann stoppt er, dann geht er wieder voran und dann wieder zurück. Also ich denke, jemand, der wankt, ist jemand, der vor und zurück geht. Aber er geht in die richtige Richtung, wenn er nach vorne geht. Er kommt aber nirgendwo hin. Ich denke, in die Definition eingebaut, jemanden, der wankt, ist, sie wissen, wo sie hingehen sollen. Alle von uns wissen, wo wir hingehen sollen. Wir gehen alle zum Sonntagsgesetz. Und wir denken, im Glauben werden wir auf der richtigen Seite davon stehen. Wir werden alle den Test bestehen. Aber wenn du wankst, ein Beispiel von Wanken ist, dass du etwas sagst, dass du in diese Botschaft glaubst, aber du lebst dein Leben, das nicht in der Harmonie mit deinem Glauben ist.
Und das ist ein Beispiel von Wanken. Du siehst Wahrheit in dieser Botschaft und du sagst, ja, das schaut gut aus. Und dann denkst du, oh, ich muss meinen Lebensstil anpassen. Und denkst, ja, du hast noch ganz viel Zeit. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Vielleicht tut dein Manager fragen, dass du extra Arbeit machst. Vielleicht möchtest du ein besseres Auto und du musst mehr Geld haben und musst mehr arbeiten. Und wir haben schon bereits darüber gesprochen, dass wir sehr viel Zeit verbringen müssen, diese Wahrheiten zu studieren. Also wenn du einen Lebensstil lebst, der in der Opposition ist, dass gegenüber der Wahrheit, die du glaubst, dann bist du jemand, der wankt. Oder sagen wir mal, du läufst in diese Richtung und bevor du am Ende ankommst, da ist eine Wand. Und diese Wand stoppt dich. Und was du tust, ist, dass du entscheidest, dass du zurückgehst, weil du das Resultat dieser Auswirkung dieser Wand nicht magst. Und diese Wand mag vielleicht ein Mitglied der Gemeinde sein. Diese Wand mag vielleicht deine Freunde sein. Diese Wand mag vielleicht dein Ehemann oder deine Frau sein. Und sie stehen in deinem Weg. Du weißt, in welche Richtung du gehen musst. Aber wenn du an dieser Wand ankommst, dann gehst du zurück. Weil du dieses Thema nicht konfrontieren willst. Dieses Wanken hat sehr viel Territorium. Es tut mehr Beispiele adressieren und Territorium, als wir denken. Weil wir oft denken, ja, die wanken, ja, die sind irgendwo da drüben, da draußen. Aber ich würde vorschlagen, dass diejenigen, die wanken, und diejenigen, die in die richtige Richtung gehen, aber dann zurückgehen. Unser größtes Hindernis ist, dass wir nicht genug studieren. Und der Grund, warum wir so viel über Studium sprechen, ist, weil die Auswirkung des Studiums ist, dass es dich verändert in das Bild Jesu. Da gibt es so viele Beispiele in der Bibel, die uns gezeigt werden. Wenn du glaubst, dass das alles wahr ist und du studierst nicht, und ich meine mit wirklichem Eifer, wenn wir darüber sprechen, über Wanken sprechen, dann tut es viele von uns abdecken. Der Vers sagt, ja, derjenige, der wankt oder zweifelt, dann ist er wie oder gleicht. Und wenn man das so sagt, dann wird er zwei Sachen miteinander vergleichen. Jetzt hast du einen Vergleich hier. Oder eine Juxtaposition. Oder ein Gleichnis. Was ist das Gleichnis? Es heißt, er, die Person, der zurück und vorwärts geht, ist wie was? Es ist wie das Meer. Also da ist das Meer. Also hier haben wir das Meer. Und es ist alles still. Und dann kommt ein Wind. Und der Wind bläst
geht auf das Meer los und was passiert? Und jetzt wird das Meer aufgeschäumt und die Wellen kommen und die Wellen gehen vor und zurück. Nein, tun sie nicht. Die Wellen gehen einfach nur in dieser Richtung und sie werden von dem Wind getrieben. Aber schon bald werden sie an diese Brandung kommen, an die Küste. Und wenn sie da ankommen, was tun sie? Dann gehen sie zurück. Also der Wind tut sie in eine Richtung treiben. Und wenn dann eine harte Hindernis kommt, dann gehen sie zurück. Nach einer Weile haben sie keine Energie mehr. Dann kommt der Wind wieder und tut sie wieder zurückdrängen. Also man hat diesen Kampf zwischen diesem Wind und diesem Hindernis. Und das ist, warum es sagt, du bist wie die Meereswoge, die vom Wind getrieben wird, hin und her geworfen. Das ist dieses Hin- und Hergerissenwerden. Was versucht dieses Bild uns zu lehren? Dieses Bild des Meeres und des Windes. Was sind eure Gedanken? Niemand? Das ist ein Gleichnis, erinnert euch? Wir sprechen über ein Meer und den Wind. Kommen da irgendwelche Gedanken in euch auf? Kennt jemand irgendwelche Geschichten über Meere und Winde? So lasst uns einige davon niederschreiben. Wir haben Jona. Jemand hat Paulus gesagt. Jesus, als er geschlafen hat auf dem Schiff. Das Gleichnis von den zwei Häusern auf dem Felsen. Das ist kein Meer. Also es gibt da weitere, aber ich möchte die Beispiele, wo es ums Meer geht. Noch jemand? Jesus, der auf dem Meer läuft. Noch welche? Könnt ihr noch über welche nachdenken? Das Rote Meer. Mose. Noch irgendwelche? Die Wind ist doing the graph.
Daniel 7, Vers 1. Was ist in Daniel 7? Die vier Wände, die auf dem Meer, die im Meer blasen. Da gibt es noch ein weiteres. Offenbarung 7. Also wir haben sieben Beispiele von Meeren, die von dem Meer getrieben, das Meer, das vom Wind getrieben wird. Und das heißt ja, wenn du wankst, dann bist du das Meer, das von dem Wind getrieben wird. Also jetzt hat man alles diese Beispiele hier, wo man drüber gesprochen hat, wo Jakobus Kapitel 1 gesprochen hat. Offenbarung 7 hat es ein Meer und Wind. Daniel 7 sagt genau das Gleiche. Das Rote Meer ist das Gleiche. Wenn Jesus läuft, dann hast du ein Meer, ein Wind und was noch? Ein Boot. Hier ist noch ein Boot dabei. Und das hier hat auch noch ein Boot dabei. Was ist mit Paulus? Paulus und Jonas, überall ist ein Boot involviert. Also vier dieser Geschichten haben ein Boot. Und wo geht Jonah hin? In welche Richtung geht er denn hin? Nein, er geht nicht zu Ninive. Er geht zu Tarshish auf einem Boot. Hast du einen weiteren Vers, der mit Tarshish zu tun hat und Booten? Psalm 48. Psalms spricht auch über ein Boot. Es spricht hier über die Schiffe von Tarshish. Was zeigen alles diese Geschichten? Diese Geschichte hier über das Rote Meer. Dieser Wind, der kommt. Von welcher Himmelsrichtung kommt er denn? Vom Osten. Wissen das alle? Das ist ein Ostwind. Wenn Jesus, ich glaube, es ist hier auf diesem Boot, aus welcher Richtung kommt hier, das hier ist auch ein Ostwind. Wenn Paulus einen Schiffbruch erleidet, was für ein Wind ist das? Ist der Euroklydon? Und was bedeutet Euroklydon? Ist auch ein Ostwind. Und es wird eine, was ja auf Paulus zukommt, ist das gleiche Wort, was auch für Jonah benutzt wird. Ein Unwetter, ein Sturmwind.
In Paulus heißt es, ein Sturm, der Euryclodion genannt wird. Und dieser Sturm ist der gleiche, auch der auf Jona kommt. Und auch wenn es in Jona das nicht speziell gesagt wird, das ja auch, ist auch ein Ostwind. In Offenbarung 7 ist das hier ein Ostwind. Nein, es heißt hier vier Winde. Aber Ellen White sagt, einer ist halt im Osten. Ellen White sagt, diese vier Winde sind ein Symbol von was? Von einem zornigen Pferd. Also die vier Winde sind ein Symbol von zornigem Pferd und das zornige Pferd ist ein Beispiel oder ein Symbol für Leute, die aus dem Osten kommen. Also können wir auch hier den Osten sehen. Also wir haben fünf Referenzen, die über diesen Wind sprechen. Johannes Kapitel 1, nicht Jakobus Kapitel 1, der bläht. Und es ist ein Symbol von dem Volk des Ostens. Und wofür steht das Meer? Er steht für Völker. Was für ein Volk? Die Welt. Es ist für jeden in der Welt, jede einzelne Person. Diejenigen, die außerhalb des Volkes Gottes sind, jedes Volk, Nation und Sprache. Und wenn wir über Gottes Volk sprechen, dann heißt es, wir sollen nicht gezählt werden unter den Nationen. Wir wissen, dass das Meer eine Repräsentation der Welt ist. Also in Jakobus Kapitel 1, im Vers 6, es heißt, also wenn man eine Meereswoge hat, die vom Wind getrieben wird, was passiert hier? Dass die Nationen der Welt getrieben werden. Von was? Bei diesem Ostwind. Oder von diesem Volk aus dem Osten. Ich würde vorschlagen, dass diese Person, die wankt, jemand ist, der in die richtige Richtung geht. Die einzigen Leute, die an diesem Pfad laufen, sind Leute, die auf dem Herrn seine Seite sind. Die betrachtet werden, dass sie Teil von Gottes Volk sind. Und wenn es hier heißt, wenn du diese Person bist, die zum ewigen Leben gehen möchte und dann auf ein Hindernis stößt und wieder zurückgeht, und wenn du zurückkommst, dann denkst du, lass mich nochmal versuchen. Dann gehst du vor und zurück. Diese Art von Person, diese Person ist ein Siebenten-Tags-Adventist. Dieser Siebenten-Tags-Adventist, der vor und zurück geht, ist wie die Welt, die getrieben wird von diesem Ostwind. Dieser Ostwind wird dich in eine Richtung drängen und dann stoppst du und du gehst zurück in die andere Richtung. Dann kommt der Wind zurück und tut dich wieder vorantreiben. Diese Symbolik, dass du vor und zurück gehst,
Wenn du diese Barriere, diesen Wind hier hast, ist wie wenn der Islam auf die Welt losgeht und in dich in eine Situation drückt und dann stoppt es. Und wenn es stoppt, was tust du? Dann gehst du zurück zu deinem normalen Leben. Also gehst du zurück und dann tut der Islam wieder was. Dann pusht es dich wieder in eine Richtung und dann stoppt es. Und dann gehst du wieder zurück zu deinem normalen Leben. Und wir wissen, dass das ist, was in der Welt passiert. Und das Bild, was hier gezeigt wird, von diesem Wind, der dich vor und zurück bringt, ist dieses Loslassen und wieder Einhalt gebieten des Islams. Dieses Einschränken und Loslassen des Islams bewirkt, dass die Welt angespannt wird und dann wieder relaxed. Angespannt und wieder relaxed. Du gehst hin und zurück. Denn sie haben keinen Glauben. Wenn sie Glauben hätten, dann würden sie was wissen. Dann würden sie wissen, okay, das wird hier nur schlimmer. Denn sie hätten Glauben, denn sie sehen die Geschichte. Also würdest du die ganze Zeit angespannt sein. Du würdest dich nicht relaxen. Und würdest sagen, ah, es wird alles okay werden. Die Preise fürs Essen sind runtergegangen. Es ist immer noch sonnig. Die Dinge gehen so weiter wie immer. Aber weil die Welt keinen Glauben hat, werden sie immer vor und zurück gebracht. Aber es heißt, er, derjenige, der wankt, dieser siebte Tags-Adventist, es kann auch du sein. Wir geben vor, diese Wahrheit zu glauben, aber unser Leben ist nicht in Einklang damit. Es heißt, wir sind das Gleiche wie die Welt. Wir haben 5 Geschichten, die alle mit um Boote handeln. Und was ist das der gleiche Nenner in diesen Geschichten mit den Booten? Alle werden zerstört durch den Wind. Aber die Zerstörung passiert nicht einfach nur durch den Wind. Denn der Wind in sich selber ist nicht die Zerstörung, verursacht nicht die Zerstörung, sondern das Hin- und Hergeworfen werden der Meereswogen. Es ist die Unfähigkeit, in einer fixen Position zu bleiben. Das verursacht ihr Problem. Während dieses Volk zurückgehalten wird, relaxen Leute. Die Welt relaxt. Ihr Leben geht weiter. Sie machen weiter. Und dann trifft es sie wieder. Und es scheint, als könnten sie nie ihre Lektion lernen. Und das ist, was das Schiff zerstören lässt. Das Schiff wird zerstört durch dieses konstante Getroffenwerden. Und das ist dieses Hin- und Hergeworfenwerden von den Meeren. Verursacht das. Wenn man zu Daniel Vers 40 geht, dann sieht man dort Symbole, die aufgebracht wird. Eins davon sind Schiffe, sind Pferde und Kriegswagen. Und ich denke, ihr seid damit vertraut,
dass diese zwei Symbole unterschiedliche Dinge bedeuten. Also ein Reiter und Wagen, welches ein Kriegspferd ist, wisst ihr, dass es militärische Stärke bedeutet? Und Schiffe, erinnert euch, hier geht es um Mittelmeergeografie. Und die ganzen Handel wird mit Schiffen betrieben. Und diese Schiffe repräsentieren wirtschaftliche Macht. Wenn dieser Wind die Wogen aufschäumen lässt, aufpeitschen lässt und Probleme in der Welt verursacht und die Welt nicht in einer fixen Position bleibt, sondern sie werden hin und her gerissen, was wird zerstört? Die Schiffe. Und die Schiffe sind eine Repräsentation der Wirtschaft. Also weiß man, dass dieser Kampf zwischen dem Osten und dem Westen ein Kampf in der Wirtschaft sein wird. Es geht nicht unbedingt darum, wer hat die stärkste Militärmacht. Da hier geht es nicht um die Zerstörung militärischer Macht. Sogar der Westen wird immer stärker militärisch. Wir stärken unsere Armeen, aber was wir nicht dran festhalten können, ist unsere wirtschaftliche Stärke. Was auch immer sie tun, es wird immer schlimmer, immer schlimmer. Und der Grund ist, weil sie keinen Glauben haben. Sie können nicht in die Zukunft schauen und sehen, was passieren wird. Sie werden immer denken, ja, es ist doch okay, es bleibt okay. Und ihre Zukunft ist, dass ihre Wirtschaft zerstört wird. Und wenn du Gottes Volk bist, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du gegen das Sonntagsgesetz-Thema an, also und der Staat sagt, du kannst nicht kaufen und verkaufen. Also wirst du wirtschaftlich attackiert. Und wenn du wirtschaftlich leidest, sind diejenigen, die Glauben haben. Also wenn du Glauben in Jakobus Kapitel 1 hast, wirst du wirtschaftliche Strafe bekommen von dem Staat durch das Meer. Aber wenn du wie viele Adventisten bist, vielleicht viele von uns, dann bist du wie der wankt. Also entweder glaubst du oder du wankst. Und dann heißt es, der zweifelt oder wankt, ist wie alles, was wir gerade beschrieben haben. Also der Glauben in der Welt oder was hier passiert ist, wirtschaftlicher Zerfall in der Welt. In meiner Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung und meiner Beobachtung von Leuten, ich schaue jetzt Leute nicht an, sehe ich, der Grund, warum Leute nicht ernsthaft mit dieser Botschaft sind, ist, weil sie Angst um ihr Geld haben. Wir denken, wenn wir zu sehr auf diese Botschaft konzentrieren, dann werden wir unser Leben, unser Geld verlieren und dann hast du Angst und du wankst und du hast einen Fuß in der Welt, in der anderen in der Botschaft, in der Welt machst du weiter. Der Herr möchte dich fragen, vielleicht lass deinen Job hinter dir. Du sagst nein. Du kriegst vielleicht eine Beförderung. Da gibt es viele Beispiele. Aber es kommt alles
auf die Essenz des Geldes. Und wenn du an deine wirtschaftliche Stärke festhältst, an deinem Boot, wenn du schwankst, dann wirst du den gleichen Glauben haben wie die Welt. Deine ganze wirtschaftliche Macht, auf die du versucht hast, dich festzuhalten, wird von dir weggenommen werden. Als Gottes Volk haben wir eine Entscheidung zu treffen. Also entweder glauben wir und der Staat wird dir deine wirtschaftliche Fähigkeit wegnehmen, oder du wankst und dann wird der Islam diesen Job tun und du wirst den gleichen Glauben haben wie die Welt. Also in Regel Nummer 3, da gibt es viel Wahrheit in Regel Nummer 3. Wir haben Jakobus Kapitel 1, Vers 6 betrachtet, Vers 5 und 6. Meine Frage ist, das ein Beweis, ein Belegtext für diese Regel? Sagen wir, dass das ein guter Belegtext für diese Regel ist? Ja, ich denke, es ist es. Wir haben diese ganzen Beispiele hier, 8 Stück. Alle gehen darum oder sprechen darüber mit Leuten, die wanken, Leute, die keinen Glauben haben. Aber diese ganzen Verse handeln über die Welt, nicht unbedingt über Gottes Volk. Aber wir werden diesen gleichen Glauben bekommen. Wir haben jetzt Winde nicht betrachtet, welche nicht mit dem Meer verbunden sind. Aber da gibt es viele weitere Verse, die über Winde sprechen, die nicht mit dem Meer verbunden sind. Daniel Kapitel 2 zum Beispiel. Dieser Wind in Kapitel 2 von Daniel, es ist ein ähnlicher Wind wie in diesen Versen hier. Und wir könnten ein nettes Studium machen über diesen Wind in Daniel Kapitel 2. Da gibt es viele Dinge, die wir aus diesen Regeln herausnehmen können, wenn wir unsere Zeit hier investieren würden und sie betrachten würden. So, lasst uns nun 1, 2 weitere Verse anschauen. Lasst uns zu 5. Mose gehen. 5. Mose 29, Vers 28, das ist der erste Belegtext. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unseren Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Was lehrt uns dieser Vers? Ist es ein guter Belegtext für unsere Regel? 5. Mose 29, Vers 28. Was für Sachen können wir in diesem Vers sehen? Wir wollen Muster jetzt betrachten. Und als erstes spricht es über die verborgenen Dinge. Und wem gehören diese? Gott gehören sie. Und im Kontrast dann, aber, was offenbar ist, gehört uns. Also, du hast etwas, was geheim ist, und du hast etwas, was offenbart ist.
Welche Dinge wären denn geheim? Etwas, was versiegelt ist? Es könnte etwas sein, das in der Schrift ist, was versiegelt ist, oder eine Information über das Universum, über Gott, über die er uns nicht erzählt hat. Sollten wir diese Dinge untersuchen? Nein. Denn diese Dinge gehören zu Gott. Da gibt es viele Dinge, die Christen möchten und ihre Zeit damit verbringen möchten, das zu besprechen, anstelle ihre Zeit damit zu verbringen, über die Dinge, die Gott uns bereits gezeigt hat. Das ist ein Konzept in diesem Vers. Unser Fokus sollte auf den Dingen liegen, die offenbart sind, die klar in der Schrift sind. Und wenn es in der Schrift ist, dann wurde es offenbart, aber es mag auch verborgen sein, dieses Verstecktsein. Und das könnte sein, weil wir blind sind, weil wir wanken oder weil es versiegelt ist. Ich schlage vor, dass alles, was in der Bibel ist, was offenbart wurde, die Offenbarung kann progressiv sein. Es ist nicht alles offenbart zur gleichen Zeit. Und der letzte Teil dieses Verses sagt es, zu wem wird es offenbart? Zu uns und unseren Kindern. Wer ist denn das uns in diesem Vers? Wer sind diese? Wenn du über die Symbolik sprichst, uns und die Kinder. Man weiß, dass uns die Eltern sein muss. Es handelt hier um die Väter und ihre Kinder. Also man hat die zwei Gruppen, die Väter und die Kinder. Da gibt es ein Prinzip, mit dem wir alle vertraut sind. Es spricht über den Anfang und das Ende. Oder auch das Erste und das Letzte. Das Alpha und das Omega. Wir sind vertraut mit diesem Prinzip. Wer wäre denn die erste Person? Es wäre das Elternteil. Und die letzte Person wären dann die Kinder. Man kann aber wiederholt sehen, zum Beispiel in Hiob, Psalm 87, da können wir diese vier Generationen sehen. Auch in drittem Buch Mose 26 und in den sieben Donnern. In unterschiedlichen Orten sieht man, wie Gott über vier Generationen spricht. Es ist sogar auch in den 10 Geboten bis zur dritten, vierten Generation. Also du kannst dann sehen, dass diese letzte Generation ist diese letzte Generation, die vierte Generation. Die vierte ist die letzte Generation. Und wenn es jetzt um den Vater und die Kinder geht, und der Grund, warum wir hier das so sehen oder es davon handelt, ist, weil wir die Regel vom ersten und vom letzten anwenden. Die Frage, die ich stellen möchte, warum ist es die vierte Generation, die letzte Generation? Warum ist die vierte Generation die letzte? Warum kann es da nicht weitergehen?
Offenbarung Kapitel 14. Tut mir leid, das Englisch zu leise, was er ein paar Minuten überspricht. Das sind alles korrekte Antworten. Ich habe für wahrscheinlich eine einfache Antwort gesucht. Offenbarung 14, Vers 4. Wir lesen erst Vers 1. Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah, siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben. Die 144.000, sie sind die letzte Generation. Und in Vers 4 heißt es, warum es keine weiteren Generationen gibt. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, rein. Also wenn du eine Jungfrau bist, dann hast du mit niemandem geschlafen. Und wenn du mit niemandem geschlafen hast, kannst du irgendwelche Babys haben. Das kannst du nicht. Also die vierte Generation ist entweder identifiziert als eine Jungfrau. Wie viele Texte kennt ihr in der Bibel? Oder Bibelgeschichten, zum Beispiel die fünf weisen Frauen. Maria ist eine. Maria hat ein Baby. Haben wir noch weiter? Wir haben hier Jungfrauen, die keine Kinder haben. Erinnert ihr euch über die Geschichte von Jephthah? Er war ein Richter. Er macht ein Versprechen. Er kommt nach Hause. Und jetzt muss ich dich töten, meine Tochter. Er tötet sie nicht, sondern jetzt darf sie einfach nur nicht heiraten. Sie ist eine Jungfrau. So, sie muss ein Symbol sein für die letzte vierte Generation, der 144.000. Das ist ein Symbol der vierten Generation. Der Grund, warum es da nicht mehr geben kann, man weiß, dass es da nicht mehr geben kann, ist, weil sie keine Kinder haben können. Und auf eine andere Weise das zu sagen, wer hat sonst noch keine Kinder? Also, abgesehen von Maria, welche Jungfrauen hätten wir noch? Also, das war ein Missverständnis. Und diese Tochter dieses Richters, die hat kein Kinder gehabt. Also, was ich gesagt habe, ist, der Grund, warum die vierte Generation die letzte ist, ist, weil es sagt, dass sie keine Babys haben werden. Wir haben das in Offenbarung 14 gesehen und wir sehen das auch im Buch der Richter mit Jephthah, glaube ich. Eine andere Geschichte ist Maria, die hat ein Kind. Und ich sage, diese Geschichte ist ein wenig mehr kompliziert. Leute, die sagen, ich werde nicht heiraten, repräsentieren die vierte Generation. Aber da gibt es eine weitere Gruppe, die die vierte Generation repräsentiert, und es sind Eunuchen. Und was sind Eunuchen? Es ist ein Mann, der keine Kinder haben kann. Ein Beispiel davon
wäre jetzt wer? Daniel. Daniel ist ein gutes Beispiel von jemandem, der die vierte Generation darstellt. Also der Eunuch ist ein Beispiel von jemandem, der in der vierten Generation ist. Und so ist es auch die Jungfrau. Paulus? Wissen wir direkt, dass Paulus eine Jungfrau war? Ich möchte nicht mit dir argumentieren, aber ich weiß es nicht. Ich habe noch nie jemanden gehört, der Beweise dafür gebracht hatte, dass er nicht geheiratet hatte. Ich habe das nirgendwo gesehen, dass es gesagt wurde, er hat eine Frau oder hat keine Frau gehabt. Also man wird zu einem Eunuchen aus zwei Gründen. Entweder wenn man für den König arbeitet, dann arbeitest du für den Harem, den Frauen. Und er möchte nicht, dass du mit seinen Frauen schläfst und rummachst. Und der zweite Grund ist wie Daniel. Man kann keine Kinder haben. Oh, du kannst nicht das Königreich übernehmen. Du kannst nicht den König töten und dann versuchen, selber König zu werden und dass deine Linie, deine Kinder, weil du sie nicht haben kannst, die Linie weiterführst. Und die Arbeiten, die hohen Persönlichkeiten, die für Könige in den alten Zeiten arbeiten, waren Eunuchen. Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es korrekt ist. Nehemia, was war sein Job? Er ist dieser Diener gewesen, ist eine der mächtigsten Positionen im Reich. Er reicht diesen Kelch immer zum König. Und ich bin mir ziemlich sicher, es heißt es zwar so nicht direkt, aber ich denke, dass er ein Eunuch war. Und das würde erklären, wie alles, was er tut mit der Wiederaufbauung der Mauer, ist nämlich die ganze Arbeit der vierten Generation. In diesem Vers, den wir gerade eben gelesen haben, 5. Mose 29, Vers 28, das sind die Dinge, die offenbart sind, sind zu unseren Vätern und der letzten Generation offenbart. Also in unserer Zeit, wer wären denn unsere Väter? Die Milleriten. Also die Milleriten haben etwas geoffenbart bekommen und dann gehen wir in diese Dunkelheit. Den ganzen Weg hindurch bis zur vierten Generation, wenn man da ankommt, bleiben sie in der Dunkelheit. Nein. Ihnen wird etwas offenbart. Also dieser Vers in sich selber, welches ein Belegtext für eine von William Millers Regeln ist, welches sagt, nichts wird verborgen von denjenigen, die im Glauben fragen. Über wen spricht es? Wenn man jetzt diesen Belegtext mit reinbringt, es geht hier nicht um jedermann oder jeden. Dieser hier lernt es dir zum Beispiel über die Milleriten und die 144.000. Es spricht über den Beginning und den Anfang und das Ende. Und du kannst sehen, nicht nur seine Regeln,
sondern auch die Belegtexte, die benutzt, um seine Regeln zu stützen, haben sehr große Wichtigkeit. Und wenn du sie liest, schnell, dann denkt man so, das hört sich ganz gut an, okay, lass uns zum nächsten gehen. Aber wenn wir ein bisschen mehr Zeit in den Versen verbringen, dann sieht man, dass viele dieser Teile diese Texte in einer sehr schönen Art und Weise verteidigen, die Botschaft, die wir lehren. Alles, was wir tun müssen, ist nur ein bisschen Zeit darin verbringen. Lasst uns jetzt Matthäus 10 anschauen. Und dort Verse 26 und 27. So fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch in Finstern sage, das redet ich im Licht, und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Matthäus 10, Verse 26, 27. Was sagt dieser Vers? Ist es ein guter Belegtext für diese Regel? Du siehst nicht die Verbindung? Was ist die Verbindung zwischen dem Vers und der Regel? Vers 26 sagt, dass nichts verdeckt ist, das nicht geoffenbart wird und nichts verborgen wird, was nicht offenbar wird. Könnt ihr in diesem Vers 26 eine Wiederholung und Erweiterung sehen? Nichts verdeckt? Und verdeckt geht zu welchem Wort? Verborgen. Und aufgedeckt? Erfahren. Also wir sehen hier eine Wiederholung und Erweiterung. Und der erste Teil heißt hier, so fürchtet euch nicht vor ihnen. Habt keine Angst. Wenn wir jetzt über Angst oder Furcht sprechen, wo platzieren wir normal die Furcht? Sonntagsgesetz war die Antwort. In der Zeit der Trübsal. Was ist mit Offenbarung Kapitel 14, Verse 6 und 7? Fürchte Gott, gibt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Normal platzieren wir die Furcht als dieser erste Schritt, die erste Engelsbotschaft.
Respektieren. Respektieren, que pour nous c'est différent. Nous, on le conçoit différemment. Ich denke, dass wir diese Furcht am Anfang unseres Testes markieren können. Denn am Anfang unseres Testes, da heißt es, dass es nichts gibt, das verdeckt war, das versiegelt war, welches nicht jetzt offenbar wird in dieser Zeitperiode. Und mit diesem Nichts bedeutet alles, was man wissen muss. Also es limitiert auf das, was man wissen muss, um diesen Test zu bestehen. Alles, was du wissen musst, um den Test zu bestehen, wird dir offenbar werden. Vers 27. Was ich dir in der Finstern sage, das redet im Licht. Und was ihr im Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Hier siehst du eine Wiederholung und Erweiterung hier. Wenn wir Wiederholung und Erweiterung haben, dann benutzt es niemals die gleichen Worte. Wenn es die gleichen Worte benutzen würde, gäbe es keine Erweiterung da. Es wäre nur eine Verdoppelung. Ja, ja. Wiederholung und Erweiterung ist etwas anderes. In diesem Vers, wenn es heißt Dunkelheit, hier ist es vielleicht verborgen. Also es ist etwas, was du in deinem Ohr sehen wirst. Aber dieser Vers sagt, was du hören wirst, das ist, was du sprechen musst. Aber was sagt es in Ezekiel? Was sollst du denn dort sprechen? Nicht, was du hörst, sondern was du isst. Also wir kriegen hier die Symbolik. Zum Beispiel, dass die Dunkelheit ist, dass man hört. Und hören von Ezekiel wäre Essen. Und in diesem Vers heißt es Dunkelheit. Jesus spricht in Dunkelheit. Und das ist, was du hörst. Aber in Ezekiel benutzt es nicht Gottes Sprechen. Es spricht nicht über Hören, sondern spricht davon, dass man eine Schriftrolle isst. Und das sind alles gleiche Symbole für das Gleiche. Im Vers 27 sehe ich deinen Punkt. Das habe ich leider jetzt wieder nicht verstanden. Parce que quand tu reçois un message dans le secret,
Donc tu reçois l'explication d'une prophétie. Et quand tu vas le donner dans la lumière, tu vas faire, comment on appelle ça? Tu vas annoncer une prophétie qui n'est pas encore réalisée. Wann wurdest du zu einem Propheten in diesem Vers? Wenn du zuhörst, wenn du isst. Ich sage, wenn du zuhörst oder zuhörst, wenn du isst, das ist, wenn du Prophet bist. Es ist nicht, wenn du anfängst zu sprechen. Was passiert, wenn du anfängst zu sprechen, dann weiß jeder andere, dass du ein Prophet bist. Aber sie wissen es nicht zuvor. Aber du bist es. Deswegen habe ich zuvor diese Frage gestellt. Sie ist nicht komfortabel damit, Ezekiel zu sein. Also ich denke, das ist jetzt ein guter Belegtext. Die ganzen Verse, die ich betrachtet habe, wenn ich diese Regeln betrachte, bin ich wirklich überrascht. Denn diese Verse sind recht geradeaus, wo ich gedacht habe, ja, die haben nicht wirklich eine prophetische tiefe Meinung in sich oder Botschaft. Aber weil mir diese mit seinen Regeln verbunden hat, als ich diese Verse betrachtet habe, da lese ich sie mit einem gewissen Zweck. Und weil ich diesen Zweck hatte, bin ich überrascht, wie viele prophetische Informationen in diesen Versen liegt. Und ich bin mir nicht sicher, ob William Miller diese ganze prophetische Symbolik in diesen Versen darüber Bescheid wusste. Und wenn es wenn diese ganze prophetische Symbolik in diesen Versen ist, dann würde ich vorschlagen, dass es in vielen, vielen, vielen Versen ist. Nicht nur in vielen, sondern in allen. Unser Problem ist, wir schauen diese Verse nicht in der korrekten Art an. Denn wir erwarten noch nicht mal dort irgendwas zu sehen. Und wenn du nicht erwartest, irgendwas zu sehen, dann wirst du nichts erhalten. Lasst uns zu Philipper 3, Vers 15 gehen. Das ist ein interessanter Vers. Philipper 3, Vers 15. Philipper 3, Vers 15. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Was lehrt uns dieser Vers? Wer möchte hier anfangen? Ich höre leider die englische Übersetzung nicht. Also die Leute, über die es hier in diesem Vers spricht, sind sie perfekt oder sind sie nicht perfekt?
Also jemand sagt ja und jemand sagt nein. Also, deine Bibelübersetzung, wie heißt es? Sei perfekt. Lass uns perfekt sein. Lasst uns im Englischen. Die perfekt sind. Im Deutschen heißt es gereift, im Englischen heißt es perfekt, nicht gereift. Im Englischen heißt es oder spricht es über eine Gruppe von Leuten, die perfekt sind. Und man hat unterschiedliche französische Versionen. Also wenn du gerecht bist, ist das nicht, wenn du perfekt bist? Nein? Ich denke, das ist so. Du bist reif geworden, bist erwachsen geworden. Der ganze Zweck von Frucht ist, dass man vom Unreifen zum reifen Status kommt. Und wenn es reif ist, dann ist es bereits bereit für die Ernte. Und ich würde vorschlagen, dass diese Symbolik sagt, dass man perfekt ist, wenn man reif ist. Wenn du perfekt bist, dann musst du so gesinnt sein. Ich weiß nicht, wie es im Französischen ist. Welche Gesinnung musst du haben, wenn du perfekt bist? Die gleiche wie? Die gleiche Einstellung wie Gott? Lasst uns Vers 14 lesen. Über wen spricht es hier oder handelt es? Paulus. Ich tue etwas. Und im nächsten Vers sagt er, wenn du perfekt bist, dann solltest du genauso gesinnt sein. Ich denke, dass er über seine eigene Gesinnung spricht. Man sollte die gleiche Gesinnung haben wie Paulus. Denkst du, es ist die Gesinnung von Christus, nicht von Paulus? Paulus ist nicht das Beispiel. Was denkt ihr da drüben? Thank you.
Also, was sagt das? Was bedeutet das? Es ist ein Ruf, perfekt zu sein, sagt jemand. Ich denke, dieses Sein ist ein Verb und es ist ein Zustand. Ich denke, es ist keine Zeit, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich denke, es ist ein Zustand, eine Einstellung. Da ist keine Zeit involviert. Shemaine, du hast gesagt, wir sollten Paulus nicht folgen. In 1. Korinther 11, Vers 1, da denke ich, dass Paulus uns das sagt. 1. Korinther 11, Vers 1. Wir lesen das und dann kommen wir zurück zu dir. Er sagt, folget mir. Und das Argument ist, dass es parallel zu, dass Paulus sich parallel zu Christus stellt. Also wenn du dein Muster machst, dann hast du Paulus, Christus, Christus, Paulus. Hier drüben. Also 1. Korinther 11, Vers 1 heißt, seid meine Nachahmer gleich, wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Wir sind jetzt wieder in Philipper 3, Vers 12. Und wie verstehst du diesen Vers? Was denken wir, bedeutet das? Zurück zu Vers 11, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wo wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesu Christus. Also er jagt nach diesem Preis. Und was ist dieser Preis? Die Krone. Und diese Krone kann man nicht bekommen mit einem sterblichen Körper. Du brauchst einen unsterblichen Körper. Und wenn es hier heißt, er hat das noch nicht erlangt, dann denke ich, spricht er über seinen sterblichen Körper. Nicht sein Verstand, dass das, dass der irgendwie nicht schon perfekt wäre. Also wenn er über Vers 15 spricht, dann ist dies Perfektion im Geiste. Aber du musst erinnert werden, dass du auch die Perfektion des Körpers möchtest.
oder des unsterblichen Körpers. Und darüber spricht er in den Versen zuvor. Hier geht es um diesen unsterblichen und sterblichen Körper. Es geht nicht um seine Sündigkeit. Wir sollten das wissen. Ich sollte das nicht so sagen. Manche mögen es wissen, dass wenn wir über die Struktur am Ende der Welt sprechen, haben wir drei Arten von Leuten. Die Priester, die Leviten und die Tempeldiener. Wir sind vertraut damit. Hier sind die Priester, Leviten und die Tempeldiener. Die Priester, Leviten und Arbeiter der 11. Stunde. Und hier haben wir die Zeit des Bindens, Mitternacht, Mitternachtsruf, Sonntagsgesetz, Nine-Eleven und ganz hinten das Ende der Gnadenzeit. Das hier ist das erste, das zweite und der dritte Schritt. Sind wir komfortabel vertraut mit dieser Symbolik? Das hier ist der dritte und letzte Test. Und wo bist du bereits schon perfekt? An welchem Schritt bist du bereits perfekt? Wer sagt denn am dritten Schritt? Wer hat das gesagt? Also du denkst, wir werden hier perfekt. Vielleicht frage ich die Frage nicht korrekt oder sind Leute unsicher? An welchem Schritt würdest du sagen? Und Leute damit nicht übereinstimmen? Also wenn ich sage, das ist Sünde und das Gerechtigkeit und das Gericht, sind wir vertraut mit diesem Konzept? Und das bedeutet, gerecht zu sein. Das Gegenteil von richtig zu sein bedeutet, falsch zu sein. Wenn Gott dich betrachtet, sagt er ja, du siehst gerecht aus oder du siehst nicht gerecht aus. Das einfache Konzept, dass du richtig oder falsch bist. Und wenn du gerecht bist, gibt es da irgendwas Falsches an dir? Nein. Das ist die Definition von Perfektionismus. So würde ich denken. Wenn wir jetzt die Leviten betrachten, sie haben Nummer 1 und 2 hier und hier Nummer 3. Und die Arbeiter der 11. Stunde, dann haben sie auch Nummer 1, 2 und 3. Also wir sehen, dass das Muster sich wiederholt. Und wenn das so die Sache ist, dann kann man demonstrieren, dass Paulus ein Levit ist. Paulus ist kein Priester. Wenn er ein Levit ist,
Und die Leviten kommen hier herein. Die Leviten fangen hier an. Und sie gehen dann weiter in der Geschichte. Sobald Paulus ein Levit wird, ist er bereits schon im dritten Schritt. Also weißt du, dass Paulus perfekt war. Also auch wenn es oberflächlich ausschaut, dass er nicht perfekt ist, dann wissen wir, dass er es sein muss, weil er bereits im dritten Schritt sich befindet. Und die Erklärung davon ist, dass im Vers 12, nicht, dass er schon erlangt hätte oder schon vollendet oder perfekt wäre. Er spricht über seinen unsterblichen Körper, nicht über seine Erfahrung im ewigen Evangelium. Macht das Sinn? Die Leute, über die er spricht, in Vers 15, lasst uns diejenigen, die perfekt sind oder greift sind, er spricht zu perfekten Leuten und diese Einstellung, die ihr haben sollt, ist die Einstellung, die er hat. Und sein Verstand oder Einstellung ist, dass er bereits schon perfekt ist. Ich bin bereits bei Perfektion angekommen, aber ich habe noch keinen unsterblichen Körper bekommen und stoppt hier nicht. Ich kann nicht stoppen, ich muss weiter vorantreiben, bis ich diesen Preis bekomme. Und jeder, der perfekt ist, muss in der gleichen Art und Weise agieren. Und der letzte Teil des Verses ist, wenn ihr euch auch anders eingestellt seid, wenn ihr anders denkt, der nicht perfekt ist, Gott wird dies dir offenbaren. Der Grund, warum dies wichtig ist, denn all die anderen Regeln oder Verse, die wir betrachtet haben, wenn wir über eine Offenbarung sprechen, wer hat denn die Offenbarung bekommen? Es waren die guten Leute. Und die schlechten Leute haben nichts verstanden. Aber was lehrt dich dieser Vers? Wenn es hier heißt offenbar, wer bekommt denn die Offenbarung? Wer bekommt denn die Offenbarung in diesem Vers? So wird euch Gott auch das offenbaren. Wer bekommt diese Offenbarung? Es klingt danach, diejenigen, die nicht perfekt sind. Ja, es sind die Bösen, die jetzt eine Offenbarung bekommen. Die ganzen Verse, die wir betrachtet haben, haben wir gesehen, dass die perfekten Leute die Offenbarung bekommen haben, nicht die schlechten Leute. Du stimmst damit überein? Also hier ist die Offenbarung für die Bösen. Und was offenbart Gott ihnen? Dass sie böse sind. Er offenbart ihnen, dass sie böse sind. Und das sieht man in der Geschichte von Judas Iskariot. Hat er eine Offenbarung bekommen, was seine Position ist? In der Geschichte von König David, König Saul stirbt.
in der Geschichte von König David, da ist der Feind von Saul wird getötet, dann wird David König. Also Saul, der Feind wird getötet, dann wird David König. Er wird nur König über Juda und Benjamin. Was passiert zu den 10 Stämmen? Am Anfang nur Juda und Benjamin sagen, du bist von unserem Blut, also wirst du unser König. Aber die 10 Stämme sind im Norden von Israel und da gibt es einen General von Saul. Der General von Saul. Abner. Also da haben wir Abner und er ist der General. Und ein General kann kein König sein. Also was tut er? Er nimmt Sauls Sohn, einen davon. Und es ist ein sehr schwacher Sohn. Und was ist sein Sohn, sein Name? Ist Boseth und er setzt ihn als ein Marionettenkönig ein. Und wer regiert die 10 Könige? Abner. Aber er sagt, ja, eigentlich ist es Isboseth. Dann will Abner Ehebruch oder Unzucht mit einer Konkubine von Saul treiben und ist in Isboseths sagt, wer hat dir erlaubt, die Konkubine von meinem Vater anzufassen? Und Abner sagt, wer ist hier eigentlich der Boss? Du oder ich? Er wird zornig. Und sobald er das sagt, bekommt er Angst. Und sagt nichts mehr. Und dann realisiert Abner, dass es nirgendwo hingeht. Früher oder später wird David gewinnen und Abner wird auf der falschen Seite sein. Also was Abner tut, ist, dass er die Seiten wechseln will. Und er tut die Seiten wechseln, sobald er realisiert, dass er sterben wird. Er weiß, was passieren wird. Etwas wurde ihm offenbart. Ja, er bekommt die Offenbarung, dass er in keiner guten Position ist. Deswegen versucht er, die Seiten zu wechseln. Also geht er und sieht Daniel und macht einen Deal mit ihm. Und David sagt, okay, komm auf meine Seite und alles wird gut. Und was passiert mit Abner? Joab tötet Abner und durchkreuzt die Pläne. Und wenn er stirbt, ihr kennt vielleicht die Geschichte, was sagt David über Abner? Er sagt etwas sehr Spezielles. Vielleicht kann ich es finden. Es ist im 2. Samuel, Kapitel 3, Vers 33. Während wir dorthin gehen, Abner realisiert, dass er am falschen Ort sich befindet. Und er versucht, die Seiten zu wechseln, damit er auf der Gewinnenseite sein kann. Und er tut das, wenn es ihm offenbar wird, was was mit ihm passieren wird. Und er versucht, sich zu schützen, indem er auf die richtige Seite geht. Joab tötet ihn.
Und dann tut David ein Klagelied anstimmen. Und 2. Samuel 3, Vers 33. Und der König stimmte ein Klagelied über Abner an und sprach, sollte denn Abner sterben, wie ein Tor stirbt? Wie ist Abner gestorben? Wie ein Tor. Wie ein, im Englischen heißt es und im Deutschen auch, dass er wie ein Tor gestorben ist. Er stirbt wie ein Tor. Dann muss er eine törichte Jungfrau sein. Und die Repräsentation eines Törichten. Und wann stirbt er? Er stirbt, wenn er eine Offenbarung bekommt, über was er ist. Dann versucht er, wenn er das bekommt, dann versucht er, sich zu retten, aber es hilft nicht, er wird sterben. Also Philipper 3, Vers 15 sagt, dass die Bösen oder die Törichten werden eine Offenbarung bekommen, was sie sind. Und wenn man zu Matthäus 25 geht, dann weißt du, dass man das wahr ist. Denn was wird den törichten Jungfrauen offenbar, bevor sie sterben, bevor sie nicht rein dürfen mehr? Es ist offenbar, dass sie kein Öl haben. Also wir sehen, dass die Bösen eine Offenbarung bekommen, aber ihre Offenbarung ist nicht etwas in den Schriften, es ist eine Offenbarung ihres Charakters und ihrer Persönlichkeit. Und das ist genau, was Philipper 3, Vers 15 sagt. Wenn du eine unterschiedliche Einstellung hast, dann wird Gott das dir offenbaren, den törichten Jungfrauen. Und er wird den törichten Jungfrauen offenbaren, dass sie eine andere Einstellung haben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, während wir diese Regeln von William Miller hören, lesen und die Belegtexte lesen, dann sehen wir, dass in diesen Versen viele geistliche und prophetische Wahrheiten verborgen sind, die relevant für uns sind. Hilfe uns nicht nur heute Abend, sondern in den nächsten Wochen und Monaten, Zeit damit verbringen, diese Regeln zu studieren. Da gibt es so viele verborgenen Wahrheiten und Juwelen und wir verpassen sie, es sei denn, wir tun tief studieren. Helf uns, Glauben zu haben und dass wir sehen, dass in diesen Versen etwas für uns ist. Und wir bitten das in Jesu Namen. Amen.